Torjäger Alassane Plea vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat am Dienstag eine Trainingspause eingelegt. Der Franzose klagte über eine Reizung im Knie. Mit 10 Treffern ist Plea der beste Schütze des Tabellendritten dieser Saison. Zum Rückrundenauftakt schoss er die Borussia zum 1:0-Sieg bei Bayer Leverkusen. Der Belgier Thorgan Hazard, 9 Tore, absolvierte am Dienstag nur eine Laufeinheit. Gladbach erwartet am Samstag 15.30 Uhr den abstiegsbedrohten FC Augsburg und peilt dabei den 9. Sieg im 9. Heimspiel an. Augsburg ist eine unangenehme Mannschaft, die über die Mentalität kommt. Unser Ziel ist aber klar, wir wollen unsere Heimserie weiter ausbauen, sagt Co-Trainer Dirk Bremser. Auch Mittelfeldspieler Dennis Zakaria betonte, Augsburg ist ein gefährlicher Gegner. Punkt. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir die 3 Punkte hier behalten.